Und einen guten Morning, liebe Zuschauer, an alle, die hier den Forex-Markt mögen und sich hier auch immer wieder gern informieren. Ich grüße an dieser Stelle am Donnerstag, den 14. Januar. Wir wollen heute den Markt wieder beleuchten und zwar speziell mit einem Währungspaar, welches wir schon vor 2 Tagen im Stream darstellten und auch hierbei darauf verwiesen, dass die Tendenz wohl doch ein Stück weit negativ daherkommt. Und zwar handelt es sich um den Kiwi, der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, den wir hier im Fokus haben. Dieser zeigt sich heute bislang hier als schwächstes Währungspaar. Bislang mit 0,3% Abschlag. Da steht noch ein Stück weit was zur Verfügung. Die Range selber vom Währungspaar befindet sich hier im Schnitt bei rund 60 bis 70 Pips. Hier im 12-Wochen-Durchschnitt 62 Pips. Aktuell das Währungspaar gelaufen 41, da kann schon noch ein Stück was gehen. Grundsätzlich aber hier die Annahme eben, dass der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar hier weiteres Abwärtspotenzial in sich birgt. Wir haben ja hier zum Auftakt in das neue Jahr schon einen sehr, sehr starken Sell-off in Anführungszeichen gesehen. Das Ganze hier auch mit einem Doppeltop. Also hier im Oktober gab es hier schon einen Versuch, das Level von 0,68 nachhaltig zu überwinden. Letztlich glückte dies nicht. Dann gab es hier einen Rücksetzer an dieser hier breite Unterstützungszone. Dann hier im Dezember die erneute Attacke. Und dann gab es hier zum Jahresabschluss schon ein Stück weit Unsicherheit, niedrige Handelsvolumina und letztlich dann mit dem Auftakt ins neue Jahr noch nicht mehr der Versuch, wieder deutlich über 0,68 rauszuziehen, sondern hier der direkte Ausverkauf. Das betraf ja alle ozeanischen Währungen. Es sind ja nur zwei, also hier der Neuseeland oder den Kiwi. Und jetzt sehen wir hier mit diesem aktuellen Wochenverlauf ein neues Wochentief, ein neues Mehrwochentief. Wir sind jetzt hier auf dem Stand vom November schon zurückgefallen. Es sieht so aus, als würden wir hier zunächst das Novembertief ansteuern, was hier im Bereich knapp über 0,64 liegt. Das wäre auch hier ein erstes Kursziel. Und da gehen wir jetzt mal direkt in den Tagesschart. Das hier praktisch die Situation der Analyse von vor 2 Tagen bzw. der Bewertung. Man hat hier gesehen, hier oben den Kopf gestoßen. Spekulativ hätte man schon in die fallende Bewegung der letzten Woche sich einkaufen können. Signifikant jetzt aber hier, dass wir unter 0,6570 gefallen sind, Schrägstrich hier diese Erholungsbewegung vom November bis in den Dezember hinein jetzt praktisch hier in ACTA stellen. Es kann zu einem Doppelboden kommen, das will man nicht ausschließen oder kann man nicht ausschließen, aber letztlich deutet sich hier durchaus weiteres Abwärtspotenzial an und eben mit dem neuen Tief, mit dem neuen Mehrwochentief, was hier auch schon gestern zur Abendsession markiert wurde, generierte sich letztlich hier ein Verkaufssignal, was jetzt erste Verluste bis zum Novembertief speziell eben zulässt, 0,6429, Schrägstrich eher noch hier bis zum Bereich 0,6413. Das wäre praktisch hier die Zone, wo es auch im Sommer des laufenden Jahres, Schrägstrich hier im September, immer wieder Berührungspunkte gab. Also 0,64 plus minus 10, 20 Pips ist interessant. Wir sehen jetzt hier sozusagen auch eine Darstellung der Chance-Risiko-Verhältnisse. Gestern gab es hier praktisch nochmal einen großen Spike nach oben. Der Neuseeland-Dollar gestern auch 119 Pips gelaufen, also fast doppelt so viel wie eigentlich. Gerade am Abend gab es hier eben signifikante Schwäche. Tagsüber noch ein Stück weit zäh gehalten, aber dann ging es hier rigoros gen Süden. Auch mit das neue Hoch hier hat sozusagen nochmal unterstrichen, dass die Käufer es hier nicht geschafft haben, diesen Turnaround zu vollziehen. Hier haben wir bei 0,6575 eine Möglichkeit gehabt, hier uns mehr oder weniger zu stabilisieren, aber aufgrund dessen, dass wir hier gerade mal eine Stabilisierungskerze hatten, jetzt hier schon wieder Folgeschwäche sehen, sieht das Chartbild eigentlich nicht gut aus. Also kurzfristig hier weiteres Potenzial nach unten denkbar. Grundsätzlich wäre hier ein Preisniveau über 0,6550 schon mal negativ zu sehen. Wenn wir hier wirklich stark zurückkommen in oder bis zu dieser Zone, wäre das hier ein Bias, der unter Umständen ein Stück weit negativen Hauch mit sich bringt, weil dann eben die Gefahr bestände, dass wir hier doch wieder nach oben aufdrehen wollen. Also mit diesem Spike nach oben gestern wurden meines Erachtens hier mögliche Stops schon abgeholt. Eigentlich soll das Währungspaar hier nicht nochmal so eine Aktion vollziehen. Wer es ganz sicher nehmen wollte, der könnte jetzt dann hier den Stopp so auf Niveaus hier knapp unter 0,66 ziehen. 0,66, 0,6595 könnte man nehmen, 0,66, also über das gestrige Tageshoch, um in Anführungszeichen ganz sicher zu gehen. Aber meines Erachtens dürfte es hier gar nicht mehr so einen Riesenimpuls nach oben geben. Wenn denn das jetzt
laufende, Schrägstrich gestern generierte Verkaufssignal aktiv bleiben sollte. Das heißt, relativ zügig, ähnlich wie hier in der Vorwoche, sollte es nach unten gehen. Das unterstreicht auch die aktuell sich abzeichnende oder sich darstellende Saisonalität. Die bläst hier in genau dasselbe Rohr. Da brauchen wir eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Es geht stringent nach unten bis Anfang Februar und das lässt im Prinzip neben 0,64, rund 0,64, auch weitere Verluste zu, die dann sogar hier bis in den Bereich 0,62, 63 etwa führen könnten. Sehen Sie ja sehr schön, dass wir dann praktisch hier die Tiefs vom September und da könnte es dann hier durchaus eine Bodenbildung nochmals geben oder aber hier der finale Durchreicher bis 0,62. Das Niveau lässt sich auch hier im Wochenchart nochmal klassifizieren. Schon ein Stück weit zurückgehen, hier bis ins Jahr 2009, inklusive hier eben dieser Stabilisierung vom September des letzten Jahres, hat man hier oberhalb von 0,62 eine Möglichkeit, eine eventuelle Stabilisierung zu sehen. Aber die Schlagseite ist da. Die Saisonalität ist ganz klar negativ, also spricht sehr wenig dafür, dass das Währungspaar hier nach oben rauskommt. Schauen wir uns das nochmal kurz im Stundenchart an. Wir haben im Prinzip auch versucht, hier während der letzten Tage eine Stabilisierung zu etablieren, beziehungsweise mehr das Währungspaar hat es versucht, hier im Bereich um 0,6520. Das glückte hier zumindest da am 11.01. Dann haben wir hier am 12.01. eine leichte Stabilisierung gesehen. Dann hier nochmal am 12.01. zum frühen Abendhandel. Dann hier gestern Abend, Schrägstrich gestern Nacht, der Durchbruch. Jetzt hier, wie gesagt, die leichten Erholungstendenzen sind hier mit der EU-Session schon wieder weggeblasen, buchstäblich. Sehen hier diese negative Kerze. Euro legt hier gut zu, just auch hier mit einem fast neuem Tageshoch, beziehungsweise nur noch 10 Pips vom Tageshoch weg. Sehr, sehr bullisch der Euro daran oder davon können hier die ozeanischen Pairs überhaupt nicht partizipieren. Sie sehen diese negative Kerze, also hier starke Abgaben und man kann auch hier im Stundenchart kurzfristig eine Abwärtstrendlinie sogar schon einzeichnen, die dann letztlich hier schon unterstreicht, dass unterhalb dieses gebrochenen Niveaus 0,6520 der Markt bärisch bleibt. Also ergo sieht es so aus, als würden wir relativ zügig die 0,64 plus minus ansteuern wollen. Das wäre praktisch das präferierte Szenario für einen ersten Lauf. Sollte es nochmal zu einer Erholung geben oder kommen, müsste diese bei 0,6520 spätestens stoppen, um dann sozusagen auch hier nochmal den Fahrtwind gen Süden aufzunehmen. Alles oberhalb von 0,6530, 0,6555, 50, hier eben diese Zone, wäre dann schon wieder mit einem gewissen Hauch von positivem Sentiment zu sehen. Da muss man dann ganz klar sagen, da könnte es dann auch wieder einen stärkeren Aufwärtsimpuls geben, wenn das Währungspaar sich hier doch nach oben wieder aufrafft. Danach sieht es aber aktuell nicht aus. Wir haben hier vielmehr eine schöne Abwärtsstruktur, die wir auch sogar jetzt hier schon in so eine Art Trendkanal einfangen können. Und das erlaubt hier per se eben weiter fallende Preise. So, das, meine lieben Zuschauer, hätten wir im Prinzip jetzt schon mal hier zum Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar abgezeichnet. US-Dollar hier auch generell jetzt saisonal vor einer relativ bullischen Phase. Wir hatten gestern im Webinar auch den US-Dollar-Index ja besprochen, der sich auch sehr, sehr interessant gestaltet beim US-Dollar-Index hier. Immer darauf achten, was bei dem 100-Punkte-Level passiert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Hausnummer, eine ganz, ganz wichtige Marke, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Aber für den Neuseeland-Dollar sieht das eher schlecht aus. Und insofern, liebe Zuschauer, würde ich mich jetzt schon verabschieden vom Devisenradar zum Kiwi. Ich sage danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen spätestens wieder. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie sich der Rest entwickelt hat. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.